Was ist denn das? Was ist denn hier? Warum bin ich plötzlich fast tot? Was ist denn passiert jetzt? Warum? Was ist denn jetzt passiert? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Green Hell. In der letzten Folge haben wir hier dieses Drogencamp endlich mal gefunden, von dem ich schon lange gehört habe, dass es existieren soll. Und dabei habe ich mir auch gleich einen Wurm geholt. Der absolute Wahnsinn. Jetzt muss ich diesen kleinen Mitbewohner irgendwie loswerden. Natürlich habe ich wieder keine Ahnung, wie das geht. Das ist sehr lustig. Irgendwie, man hat mir gesagt, ich muss den irgendwie rausfriemeln, irgendwie mit einer Nadel wahrscheinlich. Keine Ahnung. Müssen wir gleich mal gucken, wie das geht. Und ja, dann müssen wir auch noch das Drogencamp hier weiter untersuchen, denn hier scheint es echt einige Sachen zu geben, die man hier so finden kann. Coole Sachen, die man auch benutzen kann und so. Und natürlich auch neue Rezepte, die man lernen kann zum Bauen. Bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier noch finden. Mit der Knochennadel den Wurm rausmachen. Oh nee, nicht wirklich, oder? Das ist nicht die Lösung. Das ist jetzt nicht die Lösung. Wo ist denn die Knochennadel? Ich habe gar keine Knochennadel. Kann ich sie auch mit dem Angelhaken machen? Ach doch, hier ist doch eine Knochennadel. Oh, nee. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn entfernt, ja! Ich habe ihn rausgewurmt. Denn das wurmt mich nämlich ganz schön. Was war das? Irgendwas hat hier gequiekt. Das wurmt mich nämlich sonst zu sehr, wenn ich da so einen Wurm habe. Hier muss doch noch mehr verwertbares Zeug. Ja, Scherzmittel! Sowas habe ich gesucht. Was ist das hier? Oh, guck mal, da haben sie abgepackt. Das muss man doch auch eigentlich benutzen können hier. Die ganzen rauschenden Mittel. Hier, das sind alles Rauschmittel hier. Die muss man doch irgendwie für irgendwas Nützliches verwenden können. Zum Beispiel zum Rauschen. Was ist das? Ach, das war das Knochenmesser. Ein Sack habe ich erst gelesen, aber es ist ein Snack, kein Sack. Komm, den essen wir auch gleich. Essen. Jawohl, Kohlehydrate und Fett, so muss das sein. Denn mit Fett gehe ich gerne ins Bett. Aha, das esse ich jetzt auch. Ich habe die Dose mitgegeben. Oh ja, 12 Kohlehydrate, 30 Proteine, nicht schlecht. Und noch Fett auch noch. Herrlich. Wie sieht meine Uhr jetzt aus? Wasser ist ein bisschen schlecht. Könnte ein bisschen besser sein. Aber ich vermute mal, ich muss dafür jetzt einfach nur meinen Topf hinstellen irgendwo. Wenn es regnet. Aber so viel mehr gibt es jetzt hier auch nicht irgendwie, oder? Untersuch dich. Oh, ja, stimmt. Moment, ich suche. Ja, da ist er. Ach, scheiße, muss ich das noch desinfizieren eigentlich, die Wunde? Ich glaube schon, oder? Ich bin noch nicht ganz über dem Berg jetzt. Weil irgendwie, die Wunde ist ja noch. Nee. Irgendwas ist noch an mir. Es ist noch die Wunde, oder? Ich muss da noch was machen. Das nicht? Irgendwas muss ich da machen. Verbinden? Nee. Irgendwas raufziehen? Muss ich da machen? Wie schmeckt die Dose? Bisschen blechern so, metallisch. Scheiße, was muss ich denn da jetzt machen mit dem Loch? Das muss ich irgendwie desinfizieren. Jetzt wird schon wieder dunkel. Muss gleich schon wieder schlafen, glaube ich. Mache ich auch. Ich schlafe und dann gehe ich wieder zurück. Weil offensichtlich was anderes gibt es ja hier nicht, was ich jetzt noch nehmen kann. Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Piranha-Fleisch. Nein, sag nicht, es gibt hier Piranhas, ey. Sag das nicht. Kohle brauchen wir nicht, haben wir genug. Ja, genau, Seerosenblätter auf die Wunde. Lass es sich ruhig entzünden. Besser, als wenn ich gar nichts drauf mache, oder? Ich weiß es doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung, was ich da drauf machen muss. Oh, was ist das? Wasser sammeln. Oh, 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 oh. Moment. Haha. Verschütten.
Zerstören? Nehmen. Nein! Wasser sauber. Kann ich das jetzt nicht trinken? Ich will das trinken. Hier läuft irgendwas. Habt ihr das gehört? Aber wir haben jetzt einen Wassersammler gelernt. Das ist doch gut. Oh, scheiße, ey. Ich leg mich mal ins Bett, ne? Halten zum Schlafen. Ne, halten anschlafen. Wir wachen bestimmt wieder Mitternacht auf, wa? 2 Uhr 95. Was ist denn das? Was ist denn hier? Warum bin ich plötzlich fast tot? Was ist denn passiert jetzt? Warum? Was ist denn jetzt passiert? Infektion? Was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Scheiße. Okay, dann müssen wir wieder hier anfangen. Warum denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Was hat mich denn jetzt infiziert? War das jetzt diese kleine Wunde von der Wurmentfernung? Oder was war das jetzt? Das war jetzt irgendwie nicht ganz klar, muss ich sagen. War es doch diese Wunde? Hätte ich die behandeln müssen? Wahrscheinlich, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Egal, 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 egal. An sich nicht schlecht. Wir müssen da nur wieder hin jetzt, weil ich das jetzt natürlich alles nicht mehr gelernt habe. Ich gehe da jetzt straight hin. Ich bereite mich jetzt nicht irgendwie groß drauf vor. Ich gehe da jetzt, so wie ich bin, gehe ich da jetzt wieder hin. Scheiß drauf auf Feuer machen und noch irgendwas essen vorher. Und hast du nicht gesehen, wir gehen da jetzt einfach hin. Und dann schleppen wir uns wieder nach Hause zurück. Machen jetzt hier Rush. Wir rushen da jetzt hin. Ich schaue nicht auf irgendwas drauf noch unterwegs. Ich mache keine Verbände. Ich fange mir keine Egel ein. Ich laufe einfach dahin. Der erste Tod für heute. Ja, und ich will an der Stelle mal anmerken, erst nach 42 Minuten bin ich gestorben. Und auch nur, weil mich so ein hässlicher Wurm gewurmt hat. Glaube ich. Ich glaube immer noch, dass es daran lag. Die nehmen wir mal mit. Was war das eigentlich gerade für ein Geräusch? Das gefällt mir gar nicht eigentlich. Irgendwas, da läuft doch irgendwas. Wir essen. Wir essen. Wir essen. Welches Tier macht diese Geräusche? Ich glaube fast, das war kein Tier. Ja, das war kein Tier. Guck mal, da hinten ist einer verschwunden. Ich habe es ganz kurz gesehen. Im Busch hinten ist er verschwunden. Da, wo ich lang muss, verdammt. Natürlich da, wo ich lang muss. Oh, Jumbo Jumbo. Habt ihr das gehört? Mambo Jumbo. Oh, Kacke, Mann. Sie haben mich nicht gesehen, glaube ich. Alles ist noch gut. Alles ist okay. Alles ist schick. Nüsse. Nüsse sind wichtig. Für eine ausgewogene Dschungelernährung. Warum sind jetzt hier so viele am Start? Bibo hat abonniert auf Stufe 1. Dankeschön. Twitch und so. Falls ihr das auf YouTube seht, könnt ihr auch gerne mal bei Twitch reingucken. Da heiße ich genauso wie auf YouTube. Auf Twitch scheiße ich genauso wie auf YouTube. Das ist immer eine ganz wichtige Sache, die man immer im Hinterkopf behalten sollte. Ich scheiße auf Twitch genauso wie ich auf YouTube scheiße. So. Jetzt esse ich noch die Nüsse. Ich habe jetzt 2 Nüsse. Sehr gut. 2 Nüsse reingezogen. So richtig schön. In den Mund. Oh, ein toter Papagei. Den können wir essen. Nimm mit. Ja. Dieses Geräusch, dieses Zugreifen klingt manchmal mehr so wie so ein Schmatzen. Da denke ich immer, der hat ihn mit Federn einfach so einfach mal schnell weggeschneckt. So. Ein ganzer Papagei. Ich glaube, ich kann aufhören zu kriechen, oder? Das ist irgendwie... bisschen albern jetzt. Oder? Ist hier noch Gefahr? Weiß es nicht.
Ich hoffe es mal nicht. Aber guck mal, wie gut das ist, wenn man sich einfach auf sein Mojo verlässt und einfach losgeht. Wenn man nicht erstmal Hildi und dann ne und dann vielleicht da und Hildi und dann noch da was machen und Hildi und dann nochmal irgendwo runterfallen. Nee, man muss einfach direkt losgehen. Guck mal, ich habe auch noch voll Power. Mir geht's noch voll gut, ey. Ich bin richtig gut dabei hier. War denn das? Gott, irgendwas hat gezischt. So, hier rauschen wir einfach durch. Aber die Stämmchen, die nehmen wir noch mit hier. Und das kleine Stückchen auch noch. Ach, das ist dieses kleine, leichte Zischen ist so ein Leguan. Jetzt check ich das. Das ist gar keine Schlange oder so. Shit, jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig gehe. Wie bin ich denn vorhin hier lang gelaufen? Ob ihr wirklich richtig geht, seht ihr, wenn das Drogencamp vor euch steht. Ich glaube, meine liebsten Freunde, ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich bin jetzt einmal zu viel abgebogen, oder? Ich bin einmal zu scharf jetzt links. Aber ich habe halt noch kein Gefühl für diese Karte, ey. Ich weiß zum Beispiel immer nicht, irgendwer meinte, ich hätte ein GPS an dieser Uhr, aber wo ist das denn? Wo ist denn das GPS an der Uhr? Du hast so viele Federn. Mach mal Pfeile damit. Ja, wie denn? Also, offensichtlich wahrscheinlich mit einem kleinen Stock, schätze ich jetzt mal so. Dann Federn. Und was muss ich noch? Ein Stein? Oder was muss da vorne ran? Ich probiere jetzt mal einen Stein. Nee, das geht nicht. Mit dem Stein geht's nicht. Was muss ich denn da vorne ran machen? Obsidian? Nee, auch nicht. Oder muss ich den Stein nochmal bearbeiten? Nee, kann ich ja nicht. Oder kann ich Obsidian? Nee. Was muss ich denn da machen? Dafür. Hier die Knochenspitzen, oder? Nee, Knochennadel auch nicht. Grete? Auch nicht. Es ist ja schön, dass ihr mir sagt, dass ich Pfeile machen soll. Aber ihr müsst mir auch sagen, was ich dann noch brauche als Spitze. Irgendwie fehlt da noch die Spitze. Zwei Federn und ein kleiner Stock. Ja, das ist ja wahnsinnig intuitiv. Natürlich brauche ich zwei Federn. Oh Mann. Weißt du, man denkt doch als logisch denkender Mensch, dass zu einem Pfeil noch irgendwie eine Steinspitze dazu gehört. Vor allem, warum legt er das eigentlich da wieder in den Rucksack ab, wo er eh schon wenig Platz hat? Das ist auch schon wieder so dämlich. Warum? Man soll das doch woanders hinlegen. Er hat doch noch Laschen am Rucksack. Warum macht er denn das jetzt dahin, wo er nichts hat, wo er keinen Platz hat? Wartet, ich muss erstmal wieder für Ordnung sorgen hier. So, das schieben wir ganz nach oben. So weit hoch, wie es geht. Genau, so, jetzt machen wir noch Pfeile. Aber guter Hinweis auf jeden Fall mit den Pfeilen. Das dauert ja ewig, bis ich da genug Pfeile hergestellt habe. Ich muss mir ja jeden Pfeil einzeln herstellen. Gibt es da nicht irgendwann so eine Pfeilmaschine, die man craften kann oder so? Pfeilen ist schon wieder dunkel, ne? So werde ich zumindest mal die ganzen Federn los. Stock plus Seil. Was? Stock plus Seil? Ich baue meine Pfeile immer mit zwei Federn, weiß gar nicht, was er hat. Ja. Spielbärs Kampf mit dem Inventarplätzen, immer wieder gut. Ja, der ewige Kampf. Das ist so mindestens so episch wie David gegen Goliath, CDU gegen Grüne. Das ist mindestens genauso episch. Scheiße, ich sehe nichts. Egal, ich laufe jetzt einfach los. Wir gehen einfach weiter. Wir tun einfach so, als wäre es Tag. Ach, es ist schön hell. Ach, die Sonne scheint so schön auf meiner Haut. Scheiße, was ist denn das hier? Ach, Wasserfall. Okay, ich gehe einfach rüber, ne? Ja, warte mal, wir können hier hoch.
Ich nehme jetzt mal hier diese Abkürzung. Ich habe doch schon einen Bogen, weil hier alle sagen, ich soll mir einen Bogen machen. Ich habe doch hier den Stammesbogen. Hier, ich habe doch den, guck mal. Der ist gut, habe ich gehört. Den habe ich doch dem einen... Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Warte mal. Ich will jetzt nicht runterfallen. Ich sehe nichts, ey. Ah, hier. Nee. Hä? Was ist denn das für ein scheiß Gelände hier? Nee, ich habe den Bogen doch dem einen Eingeborenen abgeluchst. Gut, dass ich das bisher nie genutzt habe, das Ding. Weil ich ja keine Pfeile hatte. Weil ich ja auch nicht wusste. Es hat ja auch beim letzten Mal, glaube ich, keiner geschrieben. Da habe ich ja auch schon gefragt, von wegen Pfeile. Also, unter YouTube haben sie es bestimmt wieder alle geschrieben. Aber das ist ja immer so ein Ding mit den YouTube-Kommentaren. Das erreicht mich ja immer etwas sehr stark verzögert. Ich glaube, beim letzten Mal hat das keiner geschrieben im Live-Chat. Ich bin mir ziemlich sicher. Das hätte ich sonst, glaube ich, umgesetzt. Ist das da ein Krokodil im Wasser? Nee, das ist ein Stamm, oder? Das ist ein Stamm. Das ist kein Krokodil. Das ist ein Stamm, okay, alles gut. Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, ob ich jetzt noch in Richtung Drogencamp laufe oder nicht. Was ist das da? Krebs? Irgendwas läuft hier. War denn das? Oh nee, schlecht. Ganz schlecht. Wo waren der jetzt? Hier geht's nicht weiter, hier hinter mir, oder? Oh, geh doch weiter, verdammt! Bleib doch nicht stehen! Er presst sich einfach mit dem Rücken gegen die Palme. Die folgen mir nicht über Baumstämme, oder? Alter, der Papagei wollte mich hier runterschubsen. Habt ihr... habt ihr das gesehen? Ach, scheiße. Schnell, einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Es hat geknurrt. Hinter mir. Ich habe nicht gesehen, wo es herkam. Du hast keinen Plan, wo du bist. Ja, ach nee. Gut kombiniert. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Wenn ich jetzt endlich mal wüsste, wie ich dieses GPS hier aktivieren kann. Wie geht das? Man kann irgendwie... Irgendwer meinte, ich habe an der Uhr ein GPS. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich sehe das nicht. Ich sehe da kein GPS. Und wenn ja, wie mache ich das an? Bixby macht GPS an. Mann! Aber man muss auch mal jetzt das Positive sehen. Ich habe mir keinen einzigen Parasiten bis jetzt geholt. Weder einen Igel, noch einen Wurm, noch sonst irgendwas Lästiges. Von daher kann man sagen, läuft bei mir. Alles super, alles richtig gemacht. Ich meide auch gerade so ein bisschen die großen Sträucher und versuche da nicht durchzulaufen, weil ich glaube, da hängen sie immer drin rum, die kleinen Schweinchen. 100 Cheers von Young's Alive. Wie geht es dir, Spielbär? Ich bin im Dschungel. Wie soll's mir da gehen? Nee, alles gut. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber irgendwie kommt mir die Gegend hier sehr bekannt vor. Nee, nicht wirklich, oder? Es ist nicht wirklich, oder? Es ist nicht wirklich? Nee, das kann jetzt nicht sein. Nein! Das kann einfach nicht sein! Ich bin einmal im Kreis gelaufen! Ja, danke, da lacht wenigstens einer mit mir. Die lachen nicht über mich, muss ich an der Stelle mal sagen. Die lachen nicht über mich. Hey, warte mal, das ist gut. Das ist gut, was hier passiert. Da kann ich nämlich aus der Asche, die ich hier habe, da kann ich nämlich hier draus tolle Sachen herstellen.
Wir hatten ja keine. Das war ja bei der. Das kann ich also nicht. Nein, vergesst, was ich gesagt habe. Ignoriert einfach meinen Wahnsinn. Aber ich kann trinken. Moment, ja, genau. Nein. Sekunde. Ich brauche eine Banane. Sonst kann ich hier nicht mehr klar denken. Hier, genau. Ach, wir haben die Idee. Meine, wir haben doch den Vogel. Ich hab doch einen Vogel. Ich hab doch einen Vogel. Warum sagt denn keiner was? Ich hab doch einen Vogel. Moment. Halt, wie kann ich das machen? Ach ja, so. Ich muss Feuer machen. Da. Ich muss Vogel kochen. Nein, warum habe ich denn jetzt wieder nichts? Weil ich nichts gesammelt habe, ich Blödmann. Ich bin im Dschungel rumgelaufen, habe nichts gesammelt. Jetzt kommt bestimmt wieder so eine geile Aktion, wenn ich dann alle Stöcke habe. Lass das fallen. Wenn ich dann alle Stöcke habe, das Lagerfeuer endlich anmachen kann, sagt er wieder, ich fall jetzt in Ohnmacht. Hast du jetzt davon? Okay, da ist kein Platz mehr. Okay, die großen haben wir jetzt also schon. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar kleine Stöckchen. Und der geneigte Zuschauer wird sich fragen, warum mache ich das eigentlich alles in der Nacht? Tja, ist eine gute Frage. Es ergibt sich irgendwie immer so. Keine Ahnung. Ich würde das auch gerne lieber bei Tageslicht machen alles. Aber irgendwie, sein Schlafrhythmus ist so verkorkst. Der ist halt immer irgendwie nachts wach und tagsüber schläft er. Keine Ahnung. Oh ja, sehr gut. Das geht schon mal. Ach ja, es hatte ja auch... Ach, es haben ja auch die blöden Zunderdinger gefehlt. Moment, das war hier hinten. Da, genau. Das muss ich kaputt machen. Und dann kriegen wir das Zunderzeug. Oh, no. Ach ja, da war ja was, genau. Katsching! So. Jetzt Haus kaputt, bitte. Sauber. So, wir brauchen die trogenen Blätter, die ich wieder nicht richtig markiert kriege wahrscheinlich hier. Wo sind sie denn? Trockenes Blatt. Da. Drei Stück waren da beim letzten Mal rausgekommen. Ich verlange, dass wieder drei Stück rauskommen. Trockenes Blatt. Oh shit, meine Zeit läuft schon wieder so hässlich ab. Er hängt auch immer so hässlich. Palmblatt. Beim Dunkeln kannst du die trockenen Blätter echt nicht von den normalen Blättern unterscheiden. Das ist vollkommen unmöglich. So, jetzt kriege ich wieder einen Egel auf dem letzten Meter bestimmt. Moment, ich muss ja auch noch den Vogel auseinandernehmen. Immer so viel zu tun. Vielleicht sollte ich den... Warte mal, den Vogel hängen wir mal ans Trocknungsdings ran. So, der kann mal trocknen. Und dann lege ich mich jetzt einfach ins Bett und schlafe. Vorher noch mal ein bisschen hydrieren. Ah. Hä? Hat er die gerade aufgegessen? Nee. So, hydriert sind wir. Jetzt schlafe ich einfach. Halten an Schlafen. Irgendwas hat da geatmet hinter mir. Habt ihr das gehört? Iss Pilze. Ja, woher nehmen und nicht stehlen? Er ist mal um 9.30 Uhr wach. Der Wahnsinn. Haben wir gerade es geschafft, den Tagesablauf zu normalisieren? Können wir jetzt endlich mal ein bisschen was am Tag machen? Das wäre echt super. Zum Beispiel mal Bananen essen. Ich fange mir jetzt noch einen Fisch. Bevor wir nochmal zum Drogencamp aufbrechen. Der Speer ist auch fast kaputt. Kann man die Sachen eigentlich reparieren? Nee. Kann die Sachen immer nur zerstören, aber nicht reparieren. Das ist irgendwie Verschwendung. So, Fische. Kommt zu Papa. Halt, Moment. Habe ich genug Platz im Inventar? Sicherlich nicht. Nicht, dass wieder der Fisch weg ist, ey. Warte mal, wie hat er den abgelegt? Er hat den quer abgelegt, ne? Moment, dann stellen wir jetzt einfach schnell noch
Dann stellen wir jetzt schnell nochmal aus den Federn hier ein paar Pfeile her. Dann sind die nämlich weg aus dem Inventar und haben wir ein bisschen mehr Platz. Ist eh sinnvoll. Okay, der eine Stack-Pfeil ist jetzt voll. Das ziehen wir einfach nach unten. Und das auch. Ah, komm, nee, da machen wir auch nochmal. Komm schon, ich habe nur noch einen Stock. Okay. Ey, wenn ich jetzt nicht genug Platz für den Fisch habe im Inventar, ne? Ich muss eigentlich jetzt genug Platz haben. Ziehen wir das mal auch noch hier. Oh, der ist direkt unter mir durchgeschwommen. Habt ihr das gesehen? Ich konnte jetzt nicht, weil ich wieder mit meinem Inventar beschäftigt bin. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug Platz. Ich kann es immer nicht beurteilen, weil er ja nicht sagt, wie viele Slots ich brauche für den Fisch. Oder beziehungsweise er packt den dann immer irgendwie dahin. Wo ist der Fisch jetzt hin? GPS mit Mausrad. Alle schreiben es. Okay, jetzt. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ach, scheiße. Moment, ich guck mal. Warte mal, erstmal den Fisch. Komm ran. Komm zu mir. Scheiße. Ich muss ruhiger stehen. Ah! Wissen macht A, siehst du? Da wissen wir. Nein! Fisch. Naja, zum Glück haben wir diese Frage jetzt auch geklärt, ne? Scheiße. Kommt dran. Los. Kommt, ihr Fischis. Kommt. Nicht ewig Zeit hier. Es ist Tag. Ich will auch noch ein bisschen laufen heute. Der ist zu weit weg, glaube ich. Ja, scheiße. Mist. Ich muss die näher ranlassen. Oder ich muss mich mal näher ins Wasser stellen hier. So. Damit die näher rankommen können auch. Ah. Mann, der Speer hält doch nicht mehr so lange jetzt. Ja. Och, Mann. Das habe ich beim letzten Mal so gut hingekriegt. Jetzt bin ich so schrecklich inkompetent dabei. Was soll denn das? Weil mich alles ablenkt hier gerade. Da, schon wieder nicht erwischt. Ich bin nicht bei der Sache gerade. Ich muss mich mehr auf das Speerfischen jetzt konzentrieren. Ich wette mit euch, wenn ich beim nächsten Mal zustoße, ist der Speer kaputt. Und dann ist der Fisch weg. Das gibt es nicht. Ich muss auch so stehen bleiben. So habe ich das beim letzten Mal gemacht. Damit er nicht erst ausholen muss, wenn ich... So muss ich das machen. Oh. Ach scheiße, das gibt's doch nicht. Knapp daneben ist auch vorbei. Es hakt aber auch manchmal so komisch. Du kannst gar nicht richtig mitgehen. Hä? Der ist einfach weg jetzt. Der ist weggeplöpst. Ich hab den doch exakt zwischen die Augen getroffen jetzt gerade. Hör doch auf. Er ist einfach verschwunden. Shit. Ja, seriously? Klar. Ah! Oh Mann. Okay, wie war das jetzt mit dem... Ich brauche einen... Moment, ich muss nochmal nachgucken. Ich brauche einen... Für den Speer... Einen langen Stock, eine Steinklinge und ein Seil. So, da muss ich erstmal eine Steinklinge herstellen. Aus zwei Steinen war das, ne? Genau, Steinklinge. Korrekt, so. Und aus der Steinklinge, jetzt brauche ich noch einen langen Stock. Bis dahin bin ich wieder halb verhungert. So, Stirbbaum, los. Genau, hier langer Stock. Und was war das andere? Ein Seil, genau. Herstellen.
Herstellen. Herstellen, herstellen. Haha! Jawohl! So, da haben wir wieder einen neuen Bogen. Und der müsste auch eigentlich ein bisschen länger halten als der, den wir davor gemacht haben. Dann verbringen wir halt den Tag wieder mit Speerfischen. Es ist halt auch die beste Proteinquelle momentan für mich, glaube ich. Auch wenn das jetzt natürlich schön wäre, jetzt zum Drogencamp zu laufen, aber irgendwie... Ess bitte die Pilze. Ja, welche denn? Die, die so komisch grün geleuchtet haben, soll ich essen, oder? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich hatte schon mal meine Erfahrung mit Pilzen gemacht. Die waren nicht immer so positiv. Es gab Pilze, die konnte ich essen, aber es gab auch Pilze, die habe ich nicht so gut vertragen. Das ist nicht mehr so doof. Ja, komm noch ein Stück näher. Das gibt's doch nicht. Ich habe das beim letzten Mal... Habe ich das so gut hingekriegt. Warum kriege ich das denn jetzt wieder nicht hin? Die haben auch ein Update rausgebracht. Das ist es bestimmt. Daran liegt das. Wir haben das schwerer gemacht. Ja! Bitte sag... Ja, er hat genug Platz, Gott sei Dank. Ja, ich habe ihn. 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 So, dann müssen wir gleich mal den Fisch zerstören. Und wie viel Fleisch haben wir? Ich trockne das am besten auch. Dann fangen wir uns gleich noch ein. Bisschen was auf Tasch und so. Bestimmt nicht schlecht. Man, immer nimmt er sich diese eine Schale, weil da einfach nichts drin ist. Warum auch immer. Schön trinken. Nein, da ist nichts. Lass fallen. Haben wir noch irgendwas anderes zu essen? Also jetzt außer Menschenfleisch vielleicht? Kann ich die Fische eigentlich auch mit Pfeilen töten? Mal eine interessante Frage. Aus diesem Grund sind Pilzgerichte immer im Voraus zu bezahlen. Oh. Mich würde halt mal allgemein interessieren, ob ich Fische auch mit Pfeilen töten kann. Weil sie unter deinem Dach liegt. Ganz sicher? Nee, die liegt doch gar nicht unter meinem Dach. Die liegt doch davor. Aber wahrscheinlich ist die Hitbox von dem Dach nicht ganz korrekt, schätze ich jetzt mal. Da hinten ist auch ein Fisch, oder? Es gibt auch irgendwie noch einen anderen Speer, glaube ich. Also so einen mit so drei Zacken vorne. Mit dem kann man, glaube ich, sogar besser Speer fischen. Weil der genau dafür gemacht ist. Jetzt sieht man wieder fast gar nichts unter Wasser. Er ist so hart reflektiert gerade. Bald fällt er wieder in Unmacht. Ja, ich sehe schon. Es wird heute nichts mehr mit dem zweiten Fisch. Zieh mir lieber noch eine Banane rein und dann müssen wir wenigstens nicht ganz hungern. So. Bisschen was gegessen wenigstens. Nicht ganz auf nüchternem Magen schlafen gehen. Dann legen wir uns mal hin. Vielleicht ist dann am nächsten Morgen ja eh auch das Fleisch dann getrocknet. Es wird ja auch gerade Nacht, oder? Warte mal, ich nehme jetzt noch ein kleines Stöckchen. Das liegt doch hier bestimmt noch rum. Mach mir noch einen Pfeil. Ach nee, komm, wir schlafen jetzt direkt. Obwohl. Warte. Nochmal trinken. Okay, jetzt kriege ich keinen Gesundheitsbonus mehr. Jetzt müssen wir schlafen. Ich wollte so lange wie möglich rauszögern. Ja, jetzt ist nämlich wieder 22.39 Uhr. Wie soll er bei Regen Fleisch trocknen? Naja, weiß ich nicht. Halt, wenn es dann mal nicht regnet, dass es dann vielleicht trocken wird. Hält der Trocknungsprozess an, wenn es regnet? Offensichtlich schon, ne? Das dauert hier ganz schön lange.
Ja gut, so sinkt jetzt natürlich meine Gesundheit, weil ich nichts esse. Also nichts Vernünftiges, außer hier die Bananen. Das ist natürlich auf Dauer nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil die halt aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund nur Kohlehydrate zurückgeben. Aber keine richtigen Nährstoffe so. Da ist irgendwie nichts los mit Nährstoff. Warte mal, wir trinken noch mal was. Da ist doch bestimmt noch was drin jetzt. Wie geht's deiner Energy-verschütteten Tastatur? Ich habe jetzt eine neue. Wie gesagt, dank Chris M. an der Stelle noch mal schönen Dank. Er hatte nämlich eine Spende dagelassen und da war es dann möglich, schnell Ersatz zu besorgen. An der Stelle, wie gesagt, auch noch mal vielen Dank für die Aktion. War richtig cool. Und ich würde sagen, an der Stelle hier ist jetzt auch diese Folge Green Hell mal wieder zu Ende. Wir müssen mal wieder dafür sorgen, dass wir uns beim nächsten Mal noch mal ein bisschen hochfressen und vielleicht es noch mal schaffen, zum Drogencamp zurückzukommen. Das wäre eigentlich mal noch ganz wichtig, damit wir die Blaupausen wieder bekommen, die ich da jetzt schon mal bekommen hatte und jetzt wieder verloren habe, weil ich ja wieder neu laden musste, weil ich ja gestorben bin. Tolle Wurst. Das kriegen wir wieder hin, meine lieben Freunde, aber wie gesagt, nicht in dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder nächsten Folge Green Hell. Bis dann, ciao, ciao.